Herzlich willkommen in meinem Dachstudio am Karfreitag 2021. Als im Jahre 2015 Hunderttausende von Flüchtlingen über die Balkanroute nach Europa strömten und Frau Merkel ihr berühmtes "Wir schaffen das" sprach, da wurden auch in Lüchow in der Polizeikaserne dort gut 400 Flüchtlinge untergebracht. Die Organisation lag in den Händen der Johanniter. Weil ich mich bei den Johannitern engagiert hatte, bekam ich auch ein Schreiben, in welchem um Mithilfe bei der Bewältigung der anfallenden Aufgaben im Flüchtlingslager gebeten wurde. Ich habe mich gefragt, womit könnte ich mich wohl nützlich machen? Auf welchen Gebieten habe ich Erfahrung, vielleicht sogar Talent? Nun, ich habe in meinem Leben viel unterrichtet und viel Musik gemacht. Und so kam mir die Idee, für die Kinder in der Flüchtlingsunterkunft so eine Art von musikalischem Sprachkurs anzubieten. Deutsch lernen mit Liedern. Wenn man die Worte einer fremden Sprache mit Melodien verbindet, dann bleiben die Worte viel besser haften, als wenn man sie nur spricht. Beispiel: Als ich bei den Pfadfindern war, haben wir ein Lied gesungen, das angeblich aus dem Inuit, der Sprache der Eskimos, stammt. Ich kann das Lied noch heute. Atekatenuva, Atekatenuva, I missa di, missa dula, missa di. Exakmala missa vote, exakmala missa vote. Atekatenuva, Atekatenuva, I missa di, missa dula, missa di. Ich habe keine Ahnung, was das heißt, aber das ist auch egal. Die Worte bleiben dank der Melodie haften. Ich habe also dann das Internet bemüht und mir eine Auflistung der 100, 200 und 500 häufigsten Wörter in der deutschen Sprache geben lassen, die am häufigsten gebraucht werden. Aus diesen Wörtern habe ich dann Lieder gemacht, über 20 Stück. Leider wurde das Lager wieder aufgelöst, ehe wir alle Lieder gesungen hatten. Kürzlich bin ich ganz zufällig beim Aufräumen wieder auf diese Lieder gestoßen. Und als ich sie erneut angeschaut habe, kam mir der Gedanke, dass es eigentlich zu schade ist, dass sie einfach in Vergessenheit geraten. Manche davon eignen sich auch gut für Kindergärten und Grundschulen, manche sogar für Altersheime. Also werde ich sie in den nächsten Wochen und Monaten nach und nach hier im Dachstudio präsentieren, in der Hoffnung, dass sie doch irgendwo Verwendung finden. Das erste Lied, was ich mitgenommen habe, was ich gemacht habe, ist das folgende. Wenn ich groß bin, werde ich ein Auto kaufen und dann brauche ich nicht mehr in die Stadt zu laufen und dann fahre ich mit meiner Mutter und meinem Vater und kaufe Butter, Milch und Mehl und was ich sonst noch brauch. Und Schokolade kauf ich auch. Und Schokolade kauf ich auch. Das sah dann so aus, dass die Kinder einen Zettel bekommen haben, auf dem der Text stand, auch die Noten, aber damit mussten sie nicht unbedingt etwas anfangen. Und dann eben auch so zum Beispiel ein Auto und Laufen und Stadt. Die Begriffe, die in dem Lied vorkommen, die waren dann hier aufgezeichnet. Zum Teil auch auf Arabisch, kann man sich alles aus dem Internet holen. Ich werde das nie vergessen, wie am folgenden Mal, als ich wieder in die Unterkunft kam, nachdem ich dieses Lied zum ersten Mal vorgestellt hatte, ein 9-jähriges syrisches Mädchen auf mich zukam, sich vor mich hinstellte, mich anstrahlte und sang: Und Schokolade kauf ich auch. Ja, ich singe das Lied noch einmal. Wenn ich
groß bin, werde ich ein Auto kaufen und dann brauch ich nicht mehr in die Stadt zu laufen und dann fahr ich mit meiner Mutter und meinem Vater und kaufe Muttermilch und Mehl und was ich sonst noch brauch und Schokolade kauf ich auch und Schokolade kauf ich auch. Und damit grüße ich alle in den Altenheimen und sonst wo und vielleicht auch alle, die gerade Deutsch lernen. Und dann macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss!